Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Motto des heutigen Abends lautet BVMW meets Presseball Berlin. Mittelstand, Ball und Mittelstandspreis. Jetzt wächst endlich das zusammen, was schon seit langer Zeit zusammengehört. Der aktuelle Preisträger wird bald auf die Bühne kommen. Der Preis mit seinem Namen, der steht bereits. Es ist ein 6 Kilo schwerer Preis im Sinne des Wortes, eine sehr gewichtige Auszeichnung. Aber wir haben es auch mit einem medialen Schwergewicht zu tun. Er ist einer der renommiertesten Wirtschafts- und Politikjournalisten in Deutschland. Er ist Träger des World Newspapers und viele weitere anderen Auszeichnungen. Seine Verlagsgruppe steht für anspruchsvolles Wirtschafts- und für den Politikjournalismus mit Titeln wie Börse am Sonntag, dem größten deutschen Debattenportal The European und dem Wirtschaftskurier, älter als 60 Jahre. Kurzum, er ist der Preisträger für den Deutschen Mittelstandsmedia Award 2017. Herzlich willkommen, Dr. Wolfram Weinmann. Einem wirklichen außergewöhnlichen, erfolgreichen Journalisten mein allerherzlichen Glückwunsch für das, was Sie in den letzten Jahren eine hervorragende Karriere erreicht haben. Und nun haben Sie eins gemacht und nun sind Sie Unternehmer geworden und damit sind Sie im Olymp der Wirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Mayr-Oven. Herr Ohoven, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wahnsinn. Vielen Dank. Ich muss sagen, mein Vater, wenn er jetzt hier wäre, wäre stolz. Meine Mutter hätte das auch geglaubt, was Sie gerade gesagt haben. Das war wunderbar. Und ich möchte mich natürlich bedanken, denn das ist eine große Ehre. Aber wir wissen ja seit Voltaire, wie das ist mit der Ehre. Die Ehre ist in Wahrheit nur eine Poesie der Tat. Und da ich meine Taten selten alleine mache, gilt dieser Preis natürlich vielen und nicht mir. Und ich nehme deswegen stellvertretend entgegen für unseren Verlag, für unsere Mitarbeiter, für den Wirtschaftskurier, der 60 Jahre alt wird und der in dieser Woche gedruckt wurde als die größte Zeitung der Welt in einem XXL-Riesenformat. Das geht übrigens auch nur in Deutschland, wo wir die besten Drucker und die besten Maschinenbauer haben, die sowas technisch überhaupt erst möglich machen. Und ich nehme diesen Preis gerne entgegen, auch stellvertretend für alle, die wie ich in Talkshows oder auf politischen Bühnen die Fahne der Wirtschaft und des Mittelstands hochhalten, aus tiefer Überzeugung. Aber wir häufig keinen leichten Stand haben dort. Und immer wenn es mir so geht, dann halte ich mich an Shakespeare und sage mir, okay, der Mut erwächst aus der Wahrheit. Aber Shakespeare allein reicht nicht, so ein Preis tut auch gut. Ich bin also ein großer Freund des freien Wortes, ein großer Freund des freien Tanzes, des freien Vergnügens und deswegen wünsche ich uns allen einen wunderbaren Ball. Vielen herzlichen Dank.